Guten Morgen aus Cupertino. Mein Name ist Sven Stein. Ich berichte live für Bild aus dem neuen Apple Park, wo heute iPhones, eine Apple Watch und vermutlich auch ein neues Apple TV vorgestellt werden. Ich stehe hier in dem neuen Firmengelände von Apple. Hinter mir kann man ansatzweise erkennen den sogenannten Ring, die neue Firmenzentrale, in der seit April die ersten Mitarbeiter von Apple einziehen und in den nächsten Monaten bis zu 12.000 Leute ihren neuen Arbeitsplatz finden werden. Wird heute erstmal stattfinden im Steve Jobs Theater, das sich hier auf dem Apple Park Gelände auf einem Hügel befindet, mit einem Blick über das gesamte Gelände. Und wir sehen hier den Eingangsbereich, die Lobby dieses Steve Jobs Theater, gebaut aus 6 Meter hohen Glasscheiben mit einem Dach aus kohlefaserverstärktem Kunststoff darüber, das einen Durchmesser von etwa 50 Metern hat. Dieses Gebäude, wie auch alle anderen Anlagen hier, wurden noch ursprünglich von Steve Jobs entwickelt und entworfen ab 2006. Er hat bis zu seinem Tod im Jahr 2011 an dieser neuen Firmenzentrale gearbeitet, zusammen mit dem Architekten Norman Foster, den wir kennen zum Beispiel durch das Reichstagsgebäude, durch die Reichstagsgruppe, die er in Berlin entworfen hat. Außerdem war natürlich das komplette Designteam von Apple an diesem Bau beteiligt. Und man ist bei Apple sehr stolz, also auf viele, viele Details. So sehen Sie hier zum Beispiel den sogenannten Ring, das Ringgebäude im Hintergrund. Ein gigantischer kreisrunder Bau mit einem Umfang von 1,6 Kilometern, einem Durchmesser von über 460 Metern und würde man das Empire State Building flach hinlegen, würde es in diesen Ring hineinpassen, so groß ist dieses Gebäude. Wir sehen von hier, dass die Außenfassade mit Glas besetzt ist. Das ist spezielles gekrümmtes Glas, was von einer Firma in Deutschland hergestellt wird. Es sind die größten gekrümmten Glasscheiben der Welt, die verbaut wurden für diesen Ring. Und so setzen sich also hier die Superlative fort. Jedes einzelne Detail wurde hier vom Apple Design Team entwickelt und wurde auch getestet, wurde in Prototypen vorab gebaut, um auszuprobieren, ob diese Entwürfe am Ende auch funktionieren in der Gesamtwirkung dieses Gebäudes. Der Ring des Apple Park besteht aus sogenannten Pods, also aus einzelnen modularen Abschnitten, die entweder als Bürogebäude dienen können oder als Besprechungsräume, die aber auch Platz bieten. Eben dann für die Chefs von Apple, hier soll jeder so ein bisschen demokratisch seinen eigenen Platz finden. Und diese Pods, aus denen sich dann dieser Ring zusammensetzt, verteilen sich über das gesamte Gebäude, über 4 Etagen, insgesamt 320 Stück mit verschiedenen Aufgaben. Und es gibt durchaus Kritik daran, weil manche Entwickler sagen, dass diese Pods nicht flexibel genug sind, dass sie nicht genug Platz bieten für ihre Arbeit, für die Entwicklung meinetwegen von Software oder von Prozessoren. Es gibt auch die Kritik, dass dieses Gebäude speziell darauf ausgerichtet sei, die Arbeit von Apple zu erledigen. Wenn aber das irgendwann einmal nicht mehr wäre, dann wäre dieses Gebäude völlig nutzlos, es ließe sich in keiner anderen Weise verwenden, so die Kritiker. Außerdem wird kritisiert, dass es hier zum Beispiel keine Kinderbetreuung gibt. Dafür gibt es einen riesengroßen Fitnesscenter für 20.000 Angestellte. Und die Kritiker kritisieren zudem, dass es keine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel hier in Cupertino gibt. Dafür hat Apple 10.000 Parkplätze für die insgesamt 12.000 Mitarbeiter erstellt, die hier arbeiten werden. Wir werden jetzt einmal hier den Schwenk machen und einmal um dieses Jobtheater herumgehen. Es ist das erste Mal, dass in diesem Theater eine Apple-Veranstaltung stattfindet. Es bietet Platz für 1.000 Besucher. Die diese Bestuhlung in diesem Theater können wir derzeit noch nicht sehen, da sich die eigentliche Lobby hier zwar auf der Erdoberfläche befindet, dann das Theater aber in die Erde hineingebaut ist
und dort unten, wo man jetzt nur ein paar Mitarbeiter von Apple stehen sehen kann, die darauf aufpassen, dass niemand hier durchgeht. Dort werden also die Journalisten und Besucher dieser Veranstaltung nachher runtergehen und dort unten diese Apple-Veranstaltung besuchen können. Derzeit sammeln sich noch die Gäste hier im Lobbybereich. Wir sehen hier rundherum sehen wir sehr viel Grün, aber sehr viele kleine Pflanzen, die ganz frisch angelegt wurden in diesem Apple Park. Insgesamt wurden etwa 9000 Bäume auf dem ganzen Gelände angepflanzt. Dieses Gelände bestand vorher aus Parkplätzen, aus Straßen, und hier standen viele Gebäude von Hewlett Packard. Die wurden alle niedergerissen, und nach den Vorstellungen von Steve Jobs wurde dann also hier eine parkähnliche Anlage angelegt. Und hier wurden eben dann diese Bäume angepflanzt, die aus ganz Kalifornien herangeschafft wurden für diesen Zweck. Es gab Kritik wiederum, dass keine Bäume mehr im Rest von Kalifornien erhältlich waren. Das hat Apples Chefdesigner Johnny Ive weit von sich gewiesen. Er hat also gesagt, wir würden natürlich immer an alles denken, und es wäre natürlich nie der Fall gewesen, dass hier überraschend viele Bäume gebraucht würden, sondern das hätte man natürlich alles im Vorfeld lange bedacht. Nun gehen wir einmal in diesen Lobbybereich des Steve Jobs Theater hinein. Diese geschwungenen Glaswände kann man hier sehr schön sehen. Und diese Glaswände sind auch von einer deutschen Firma gebaut worden, sind über 6 Meter hoch und tragen also eine Dachkonstruktion, die 50 Meter Durchmesser hat, völlig ohne Säulen und Träger auskommt. Die ist gefertigt aus einem kohlefaserverstärkten Kunststoff, der auch in vielen anderen Apple-Projekten und Bauten verwendet wird. Wir sehen auch hier, das ist ein Teil dieses Apple-Perfektionismus. Wir sehen hier also einen polierten Betonfußboden, in den angeblich Johnny Ive sehr viel Entwicklungsarbeit gesteckt hat. Es sollte alles sehr puristisch wirken und trotzdem sehr edel. Und deswegen wurde also diese spezielle Form der Bearbeitung gewählt. Auch im Steve Jobs Theater, das wir dann gleich betreten werden, wenn um 10 Uhr hier die Veranstaltung beginnt, Ortszeit, 19 Uhr deutscher Zeit. Auch in diesem Theater unten werden, also wir sehen, dass also sehr viele Holzelemente verarbeitet wurden, die ganz streng nach den Vorstellungen von Steve Jobs angefertigt wurden, und ebenso wurden Ledersessel, wie man hört, gefertigt, die Gerüchten zufolge mehr als $10,000 pro Stück kosten sollen. Wir werden mal schauen nachher, was das wohl für besondere Möbel sind, die sich Apple dahingestellt hat, dass die also so viel, einen finanziellen Aufwand verlangt haben. Wir sehen jetzt da hinten in einer der Ecken dieser Lobby, sehen wir den Eingang zu einem Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl ist, wie man hört, speziell auch von Apple designt worden und fährt nicht einfach gerade abwärts, sondern etwas schräg. Man kann sich das auch so vorstellen, dass diese Glaskuppel hier sich in Bewegung setzt und dann den Weg nach rechts nimmt, im Bild gesehen. Und dann kann man also in diesem Bereich hier dann das Apple Theater betreten. Wir sehen auch hier überall die Fassaden aus einem speziellen Sandstein gefertigt, hier ergänzend als zu den Betonfassaden, die hier genutzt werden. Und dort oben ist eine große Tribüne für die Live-Berichterstattung der US-Fernsehsender eingerichtet worden. Das ist traditionell bei jedem Apple-Event so. Hier haben also jetzt die Kollegen vom Fernsehen ihren Platz gefunden, direkt neben dem Steve Jobs Theater. Ich sehe hier die ersten Fragen kommen. Ab wann kann ich iOS 11 downloaden? Das werden wir sicherlich heute erfahren, denn iOS 11 wird natürlich die Software sein, die auf den erwarteten neuen iPhones zum Einsatz kommt und die aber dann für alle Geräte ab dem iPhone 5
erhältlich sein wird, als kostenloses Update mit vielen neuen Funktionen. Manche merken zu Recht an, die gibt es bereits als Beta. Das sollte man aber vielleicht auf den Geräten, die man jeden Tag benutzt, nicht riskieren, denn so eine Beta hat natürlich immer noch so ihre Fehler und ihre Probleme. Daher lohnt es sich vielleicht dann doch zu warten, bis in vermutlich wenigen Tagen iOS 11 kommt. Jetzt gehen wir wieder einmal hier raus aus diesem Glasgebäude, das erstaunlich warm wird in der Morgensonne hier. Wir haben noch einmal hier den Blick rüber auf den Apple Park und auf das Ringgebäude. Wie schon erwähnt, 12.000 Apple-Mitarbeiter werden hier einziehen. Das sind übrigens nicht bei weitem nicht alle Apple-Mitarbeiter. Es wird also auch rund um dieses Gebäude weitere Büros geben, die zusätzlichen Platz bieten für die Apple-Mitarbeiter. Also der Raum ist bereits völlig belegt hier oder voll ausgeplant mit 12.000 Mitarbeitern. Und die Journalistenkollegen nutzen natürlich hier die Chance und berichten genauso wie ich hier vor den laufenden Kameras erstmals von aus diesem Apple Park, der bis jetzt immer nur von Drohnenvideos bekannt war. Und wir dürfen also auch gespannt sein, wie dann das Steve Jobs Theater sich nachher darstellt, wenn wir dann diesen Raum betreten dürfen, was vermutlich in etwa einer Stunde der Fall sein wird, denn um 10 Uhr Ortszeit beginnt hier die Keynote. Was leider nicht rüberkommt im Video und auch wenn ich das erzähle, ist der Duft von Rindenmulch, der hier über der ganzen Anlage liegt. Man kann also sehr schön sehen, dass hier die ganze Gartenanlage hier ganz frisch angelegt ist. Da wurde also bis zuletzt offenbar heftig dran gearbeitet und das muss jetzt erstmal einwachsen hier. Es ist eben der Duft an der frisch angelegten Landschaft, die hier komplett neu geformt wurde, die hier aufgeschüttet wurde. Übrigens nach dem Vorbild von einer hügeligen Landschaft in der Nähe von Stanford, wo Steve Jobs gerne spazieren ging und gerne auch mit Mitarbeitern spazieren ging, um nachzudenken und zu diskutieren über neue Produkte. Und die Idee von Jobs war, rund um den Apple Park eben eine solche Möglichkeit auch zu bieten für die Mitarbeiter. In dieser Anlage hier soll es auch mehrere Kilometer Wander- und Joggingwege geben, die dazu einladen, hier auch als Mitarbeiter spazieren und laufen zu gehen. Es gibt zudem Fahrräder, mehr als 1000 Fahrräder, die dafür genutzt werden können, sich hier rund um das Gelände zu bewegen. Wie ich schon vorhin erwähnte, dieser Ring ist gigantisch groß und es ist bewusst auch so angelegt worden, dass die Menschen darin sich bewegen müssen und dass sie ständig immer wieder sich treffen. Es gibt insgesamt 7 Cafés in diesem Gebäude, in denen die Menschen Kaffee trinken können, in denen sie ihr Mittagessen bekommen. Und es ist so geplant, dass die Menschen nicht nur immer still in ihrem Bürokämmerlein sitzen, sondern dass sie quasi gezwungen sein sollen, rauszugehen, sich zu bewegen, sich zu treffen, miteinander zu kommunizieren. Das ist so eine der Philosophien, die Apple hier umsetzen möchte mit diesem völlig neuen Gebäude, das eben in den vergangenen Monaten von den ersten Mitarbeitern bezogen wird. Das war es erstmal mit den ersten Eindrücken von mir hier. Ich verabschiede mich und werde mich später wieder melden mit den neuen Geräten, die wir hier erwarten und werde dann alle Zuschauer mitnehmen auf einen Rundgang durch die Hands-on-Area, in der wir dann hoffentlich spannende neue Geräte ausprobieren und anschauen können.